20 Zoll blitzblankes Aluminium, 250 Watt und ein halber PS. Von 0 auf 25 ohne einen Tropfen Schweiß. Ein Traum in Orange. Gestiftet von den Stadtwerken Riesa. Alles nur Schaumschlägerei, denken Sie? Was taugen die Fahrräder im Alltag wirklich? Wir wollen es testen und der Tester, den wir engagiert haben, kennt sich aus mit heißen Fahrgestellen. Hallo, ich bin die Frenze und dieser Drahtesel kann sich heute ganz warm anziehen. Doch schnell die Formalitäten in der Riesa-Information geklärt und schon kann's losgehen mit der ersten Prüfung. Für eine Frau wie Frenze spielt das Äußere eine ganz wichtige Rolle. Es sieht verdammt gut aus, es fühlt sich sehr gut an, unterm Strich, es ist ein ganz heißes Eisen. Das Aussehen ist schon mal nach ihrem Geschmack. Doch wie steht es um die inneren Werte ihres neuen Gefährten? Frenze, das kann sich sehen lassen. Und wie sind Sie, die Fahreigenschaften? Ein außergewöhnliches und sensationelles Fahrgefühl. Frenze kann gar nicht genug bekommen. Deshalb dreht sie noch ein paar Runden. Sie wird doch nicht etwa übermütig. Die Niederlagstraße, eine der steilsten und längsten Anstiege der Stadt. Das Alpe d'Huez der Sportstadt. Schwierige Umstände erfordern entsprechende Maßnahmen. Frenze überwindet sich und ist bereit. Frenze auf dem Gipfel. Und Ihr Fazit? Also, ich muss sagen, der Fichteberg kann kommen. Frenze ist hin und weg. Sie gibt ihren liebgewonnenen Elektrodrahtesel nur ungern wieder her. Ein emotionaler Abschied. Doch Frenze hadert nicht lange mit Vergangenem und das Fahrrad tankt Energie für neue Aufgaben. Selbstverständlich mit dem umweltfreundlichen, vollen Naturstrom der Stadtwerke Riesa.